Manuskriptseiten waren weg. Der FBI-Agent hatte sie mitgenommen. Ich glaube, natürlich ist alles weg. Meine Zunge hat mir gerade in den Mund geschissen. Was? Oh, warte, wir sind jetzt im Knast. Oh, ja, das ist nicht gut. Sehr treffend formuliert. Finde ich genauso. Und wie kann dir die Zunge in den Mund scheißen, du Ekelhafter? Ich dachte, du willst Schnapsmillionär werden, ne? Ich muss mit Weaver sprechen. Sie ist die aus dem Lied, die Lady des Lichts. Was, die alte Schrulle? Wie du meinst, Elle, aber wir sitzen hier fest. Die werden uns nicht mal befragt. Ich musste erst ein wenig lesen, Sheriff. Und ich darf Ihnen sagen, es war eine interessante Lektüre. Tja, jetzt habe ich dich, Raymond Chandler. Es steht alles hier drin, all die Beweise. Auch die für eine Verschwörung zur Ermordung eines Bundesagenten. Aus der Sache werden Sie sich nicht mehr rausreden. Hören Sie mich da drin, Brad Easton Ellis? Na? Agent Nightingale, ich möchte mit Ihrem Chef sprechen. Tja, wir alle wollen etwas, Sheriff. Ich wollte das mir... Das ist derzeit nicht möglich. Agent Nightingale, ich bestehe darauf. Wake, was ist los? Sind Sie bescheuert? Das ist ein Trick, ein offensichtlicher Trick. Okay, ich habe genug von dem ganzen Quatsch. Wake, ich vertraue Ihnen damit. Ja, klar. Agent Nightingale, Ihre Meinung wäre wichtiger, wenn Sie nüchtern wären. Und wenn ich tatsächlich glauben würde, dass Sie offiziell hier sind. Wow! Los! Zurück in die Zelle, Stephen King! Der einzige Weg, wie Sie diesen Ort verlassen, ist über meine Moment mal. Das kenne ich. Oh mein Gott. Licht. Wir brauchen Licht. Nur so können wir dieses Ding bekämpfen. In mein Büro. Da habe ich Ihre Sachen. Folgen Sie mir. Alles klar, danke schön. Nightingale versuchte, das Manuskript zu verstehen. Es war seltsam und unzusammenhängend. Die Hälfte davon kapierte er nicht. Aber alles darin mutete wahr an. Er griff nach dem Flachmann, als er die Seite erreichte, auf der stand, wie er nach dem Flachmann griff. Es drehte sich in seinem Kopf, aber nicht vom Schnaps. Oh Mann! Ohne Licht haben wir keine Chance! Bleiben Sie ruhig. Nicht wirklich. Ich kann den Notstromgenerator anmachen. Ja, bitte. Ja, bitte tun Sie das. Ich möchte hier nicht sterben. Hier haben wir zumindest eine Leuchtfackel. Eine ist besser als keine. Okay. Und wir sind ja nicht alleine, das ist wenigstens okay. Zu dritt fühle ich mich sicherer. Hier sollen meine Sachen drin sein, oder? Ja. Ah, Licht. Ich verabscheue hier die Dunkelheit. Hier Ihre Sachen. Wake, was muss ich wissen? Was brauchen Sie von mir? Man kann sie nur im Licht verletzen. Nur im Licht. Ich muss Cynthia Weaver finden. Die kann mir dabei helfen, es zu beenden. Licht. Okay. Cynthia. Sie lebt in dem alten, abgeschalteten Kraftwerk. Ich kann sie schnell mit dem Rettungshubschrauber hinbringen. Na los, gehen wir zurück zu ihrem Freund. Okay. Hier haben wir noch eine Pumpgun, aber haben wir... Haben wir nicht noch mehr? Wir machen den Heli-Start klar, aber ich habe Freunde, die gewarnt werden müssen. Ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Ich brauche Ihre Hilfe. Gut. Okay. Hier ist eine Liste mit Leuten und Telefonnummern. Rufen Sie die an. Lass mich da durch. Night Springs, okay? Die wissen dann Bescheid. Night Springs, die Fernsehshow? Klar. Oh, hey, dieser Radiofritze steht auf der Liste. Maine. Wer ist Frank Rieker? Mein Dad. Hey, ist das hier eine Geheimgesellschaft? Okay. Nightingale spürte, dass die Situation außer Kontrolle geriet. Doch wenigstens fühlte sich die Waffe in seinen Händen sicher an. Er war schussbereit, entschlossen, es nur über seine Leiche dazu kommen zu lassen. Und doch zögerte er. Er hatte diesen Moment schon gesehen, ihn gelesen. Das Déjà-vu und das Grauen, dass er eine Figur in einer Geschichte war, erschütterten ihn. Dann brach die monströse Präsenz hinter ihm ein und zog ihn in die Nacht. Schaffen Sie das? Sie sind hier in Sicherheit. Der Notstrom ist an. Diese Leute müssen alarmiert werden. Für den Fall, dass wir nicht zurückkommen. Aber Sie holen mich doch später, oder? Sobald der Hubschrauber bereit ist. Danke, Wheeler. Ich schulde Ihnen was. Okay, yep, gehen wir danke schön. Hinten raus. Alles klar. Aber ich glaube, wir haben gerade andere Sorgen.
Und ja, wir hätten nicht so tief ins Glas schauen sollen. Wäre vielleicht besser gewesen. Aber die weiß irgendwie Bescheid, habe ich das Gefühl. Mist, was immer sich Nightingale geholt hat, hat auch die Torsteuerung zerlegt. Von hier kommen wir nicht an den Schaltkasten fürs Tor. Wir müssen auf die andere Seite des Dachs. Ich gehe. Ich öffne Ihnen das Tor, wenn ich drüben bin. Sie bleiben hier im Licht und geben mir Deckung, okay? Sicher? Okay, aber beeilen Sie sich. Ja, beschützen Sie mich. Ich habe keinen Bock zu krepieren. In der Dunkelheit. Das wäre echt nichts für mich. Was sind diese Pfützen da eigentlich? Komm. Was haben wir hier? Ich musste aufs Dach, um auf die andere Seite des zerstörten Tors zu kommen. Ja, ich glaube hier lang geht's. Sag dich doch, Alan. Hey, wie kletterst du? Gut, rauf hier. Wir wollen ja überleben. Also sollten wir uns beeilen. Ich frag mich, wie die ganzen Pfützen hierher kommen. Ist das Tinte oder was? Oder sind das Bugs in der Matrix? Ich hab keine Ahnung. Man weiß ja nie. Auf jeden Fall nehmen wir die Leuchtfackeln hier mit. Leuchtfackeln sind gut gegen Finsternis. Oder gegen die Finsternis. Okay. Weiter rauf hier. Steht da? In light you can... Was? Can hurt them. Okay. In light you can hurt them. Ja, das wissen wir bereits. Aber danke trotzdem. Ich frage mich, ob das Zeug Schaden macht. Einen Moment. So. Wissen tun wir es nicht, weil wir noch nie da reingelaufen sind. Komm, geht kacken, doofen Vögel. Ups. Oh, da kommt doch direkt noch ein Schwarm. Ah, ich mag Vögel nicht so in dem Spiel. Die sind mir ein bisschen zu unkontrolliert. Also, egal. Okay, hier geht's runter. Hey, Sheriff, Ihr Passwort. Night Springs? Wieso das? Das ist ein dummer Witz bei uns. Dass Bright Falls damals die Inspiration für die Fernsehshow war. Diese Stadt ist manchmal sonderbar, aber noch nie so sonderbar. Hey, Wake! Das Tor, ja? Sie müssen es für mich öffnen. Ich konnte nicht ohne den Sheriff los. Sie war mein Ticket zu Weaver. Ja, ich schaue mich hier nur um. Keine Sorge. Ich will nur alles mitnehmen. Keine Sorge, ich lasse hier niemanden zurück. Zumindest aktuell nicht. Wer weiß, ob ich sie zurücklassen werde. Steht ja schon alles fest. Und wir wissen gerade nicht. Sehe ich aus wie ein Elektriker? Moment! Erstmal die Dinger da wegmachen. Au! Mist! Das tut weh! Okay, bleiben Sie bei mir. Unser erster Stopp ist das Rathaus. Da sind die Schlüssel zum Heli. Mhm. Alles klar. Hier kommt aber gleich was. Erst die Dunkelheit wegmachen, dann kannst du auf sie schießen.
Komm. Komm, wir sterben. Du auch. Und irgendwie kann ja alles Krebs verursachen. Nachtschicht. Und was weiß ich. Jetzt kann ich's mitnehmen. Komm, wir sollten uns beeilen. Sieht hier nämlich nicht sehr nett aus. Okay. Kein Problem. Komm her, du auch. Großer Mann. Gut. Warte, ich muss mich hier noch umschauen. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, da ist noch eine Truhe. Die will ich mitnehmen. Ja, aber hier geht es zu einer Kiste und das ist mir gerade wichtiger. Zumindest war hier ein Pfeil. Ah, hier. Was haben wir hier? Eine Leuchtpistole, hat sich doch gelohnt. Also, nicht überall rumhetzen, Lady. Wir wollen doch überleben. Überleben ist wichtiger als zu hetzen. Finde ich jetzt. Also, ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, Leute, aber ich überlebe lieber als zu hetzen. Okay, weiter geht's. Ich glaube, wir haben hier alles. Vielleicht hier noch? Nee, da geht's nicht rein. Ich bin da, aber das sind Gegner, die hätte ich auch sehen können. Den hätte man sehen können. Oh, das war der letzte Gegner, okay. Zumindest aktuell. Nee, nee, komm, Ellen. Das schaffst du noch. Die bisschen, das bisschen Bewegung hier. Hm, ist hier noch was? Ja, ich schaue mich genau um. Ja, da sind noch Sachen, die wir gebrauchen können. Zwei Gegner war dahin, als ob das die Sache wert. Habe ich lieber eine Leuchtfackel. Open. Oh, wir haben eine bessere Taschenlampe hier. Wechsel mal, Ellen. Ich will ein paar Erklärungen hören, ja? Zum Beispiel, was ist mit Rose passiert? Irgendwas stimmt gar nicht mit ihr. Dasselbe ist mir auch passiert, nachdem ich hier ankam. Die Woche, von der sie nichts wissen. Oh, ich erinnere mich jetzt. Mhm. Ja, wir schauen uns hier trotzdem nochmal um. Wer weiß, ob sich da nicht noch was Neues... Ja, das seht ihr. Barry war in seinem Element. Erledigte Anrufe, auch wenn er nicht genau wusste, was er tat. Er wollte die heiße Sheriff-Braut nicht enttäuschen. Auch wenn ihn jedes Geräusch von draußen, und das waren einige, zusammenschrecken ließ. Er hatte Al kurz eine SMS geschickt, dass er sich beeilen sollte. Plötzlich verharrte Barry. Irgendwo im Gebäude zerbrach ein Fenster. Dann ging das Licht aus. Oh nein, der arme Barry. Ich hoffe, der überlebt das. Natürlich sollte er das überleben. Ist ja unser Kumpel, ne? Kaffee brauchen wir zum Überleben. Und dann können wir weitergehen.